Hallo, meine Freunde der guten Unterhaltung und willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier von World of Warcraft Lich King Classic. Ich begrüße euch recht herzlich. Ja, wo stehen wir? Die letzten Mal haben wir hier die ganzen anderen Viecher weggemacht. Jetzt haben wir noch einen Auftrag hier oben. Das müssen wir noch machen. Da oben alles und ja, ich weiß nicht, wann wir da oben ankommen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Ich hoffe, es dauert nicht mehr allzu lange. Und dann können wir da auch mal bald weitermachen. Es zieht sich halt alles ein bisschen hin. Ne? Das sind jetzt alles, die hätten wir schon längst machen können, die Quest. Wir waren aber so sehr beschäftigt mit den ganzen Zwergen letztes Mal da oben. Deswegen machen wir jetzt erstmal das da. Hängen so ein bisschen hinterher. Aber es ist nicht so weiter schlimm. Das ist nicht so wild. So, ach, wir hätten vielleicht noch verkaufen sollen, weil da oben werden wir viel, viel Kram kriegen. Komm, wir verkaufen nochmal fix. Bevor wir da hochgehen, weil oben werden wir echt viel Quark einsammeln. Fleisch haben wir ganz viel, davon auch noch ganz viel Zeug. 10 Stück, das sind jeweils zweimal Leder bloß. Ne, wohl dreimal Leder müssten wir kriegen. Dreimal Leder. Ja, dreimal kriegen wir hin. Können wir schnell machen. Die dreimal hier. Wunderbar. So. Dann haben wir nämlich jetzt ledermäßig schon gut was am Start. 28 Stück, das ist optimal. Das braucht jemand, irgendeiner, der hier mal schnell was verkaufen kann. Kann ich auch bei dem Kollegen was verkaufen? Seid gegrüßt. Ja, wunderbar. So, pass auf. Du kriegst meine Steine, du kannst mal die Hose. Ne, die ist schlechter. Den Dolch brauchen wir eh nicht, das brauchen wir auch nicht, das auch nicht, das auch nicht, das ist nur zweimal, das kann auch weg. Das auch, das auch, das auch, das auch. Erstmal alles hier verscherbeln. Was wir so jetzt nicht mehr brauchen. Die drei Eier, was ist denn damit? Oh, da kann ich doch eigentlich mal kurz mal den hier machen. Und mal das schnell herstellen hier. So. Dann würde ich sagen, machen wir das ganze Fleisch. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber wir werden noch ein bisschen Fleisch finden. Wird schon gehen. So, machen wir hier mal noch. Ja. Bis 25, glaube ich. Und dann kriegen wir beim Koch eh neue Sachen. So. Haben wir jetzt alles verstellt, was wir wollten? Ja. So, das haben wir auch. Futter dabei. Noch ein bisschen Fleisch für unseren Dude. So, dann geht's los. Auf in die Schlacht nach da oben und ein paar Gnolle wegmähen, die wir brauchen. Das sind alles gute Quests hier, alles Level 10er Quests. Sieht man auch hier Level 10, Level 12 sogar, der Dude. Also von dem her. Sollte das funktionieren? Wir sind selber Level 12. Das kriegen wir schon hin. Und dann sollten wir demnächst mal nochmal zum Lehrer vorbeischauen. Da haben wir einen Code eigentlich, 18 Silber. Boah, ist halt echt nichts, ne? Das ist echt nichts, ey. Puh. Das ist ein bisschen wenig. Ein bisschen wenig dafür, dass wir bei die 20 ansteuern. Naja, kriegen wir schon hin irgendwie. Na, geht das auf den Sack oder nicht? Nö. Wunderbar. Jetzt sind wir da hoch. Die hier aus dem Weg gehen. Keine Zeit vergolden. Ja, so ein Sturzflieger hier, die auf dem Boden fliegen, das sind die besten. Wer kennt sie nicht? Na, einer von denen würde uns eventuell. Keiner von denen. Gucken wir hier. Eine Friedensblume. Naja, gut, wir sind ja keine. Oh, da haben wir schon welche. Da haben wir welche. Abfahrt. Dann reines Getümmel, würde ich sagen. Und Ruf auf den Sack. Ein Wächter mit dem Zeug. 14 Stück, naja, das ist ja ein bisschen.
Ist ja ein bisschen, was wir brauchen hier. Sollte aber jetzt, wie gesagt, kein Problem sein für uns hier. Ach, die brauchen wir auch, ne? Da können wir gleich mal alles wegmähen, was uns hier in die Quere kommt. Alles über den Haufen rotzen, was hier uns in den Weg kommt. Erstmal alles wegballern. So, und da oben ist vielleicht noch eine, ja, da oben ist eine Kiste sogar. Haha, perfekt. Perfekt. Dann haben wir die 14 sogar, wenn wir hier durch sind, durch. Also, wenn wir die abgeknallt haben, alle, haben wir 14 Stück hinter uns. Oh. Oh. Okay, es ist uncool. Nimm dir mal irgendeinen vor, bitte. Dann nehmen wir erstmal den. Okay, wunderbar. Oh, mein Mana ist fast leer. Nicht so geil. So, sind wir schon bei 8. Mitnehmen. 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 So, jetzt müssen wir ganz kurz mal hier den hier machen. Oho, den da mal dahin, weil wir haben nämlich das auch noch ein bisschen snacken. Ich kriege eigentlich schon vom Level her anderes Zeug fürs Mana, dass wir ein bisschen mehr Mana regenerieren. Sollte reichen. Abfahrt. Oh Gott, das war ja komplett verfehlt. So, 2 von 6. Okay, von dem brauchen wir 6. Reicht das oder kackt uns irgendeiner ins Knie? Das reicht. Wunderbar. Schau mal an. Perfekt. Und Rinder. Aber wo habe ich denn von denen schon mal einen geholt? Dass wir 2 von 6 haben. 9? 9, 9. Hm. Gut, würde ich sagen, Abfahrt. Heiltränke auch wieder dabei. Perfekt, haben wir auch schon ganz schön viel. Das ist doch super. Ja, also wenn wir in der Höhle sind, haben wir die 14 auf jeden Fall voll. Das steht schon mal fest. Aber wir müssen doch eigentlich bald mal den erschütternden Schuss lernen, dass wir die verlangsamen ein bisschen. Wir sind oben drinnen und haben die 14 voll. Ah, von der sind die Aufseher. Ah, okay, na gut, die kriegen wir auch voll. Das geht auch fix. Und so, jetzt machen wir den Lump hier nochmal. Sind wir raus noch? Ach, da drüben ist noch einer. So. Wo kommt er denn jetzt her? Wo kam er denn so auf einmal her? Der ist einfach gespawnt, ne? Kann das sein? Der ist einfach gespawnt. Von dem brauchen wir keine mehr. Aber den müssen wir trotzdem wegmachen. Oh, wir brauchen für Mana. Was haben wir denn hier? Verlauf Gesundheit und Gesundheit. Hm, super. Bringt uns aber auch nicht wirklich viel. Vorsteher. So. Noch ein Vorsteher, haben wir den 6 auch schon voll. Und dann machen wir gleich mal hier ein Päuschen mit Mana. Und dann rein da. Und dann brauchen wir noch einen Zischelspross-Klemmbrett. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wo der war, ne? Auf jeden Fall ist der da drin, aber wo genau? Da sind so viele Dudes da drin, die uns jetzt hart auf den Sack gehen werden. Mumpel haben wir noch, okay. Das ist wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig, Freunde, dass wir Mumpeln haben. So.
dass es alle angeschossen kommen, das war irgendwo klar, aber wir machen dann den damit. Der wird auch ein bisschen auf dem Döns gehen jetzt hier. So. Sollte aber eigentlich. Oh, das ist echt viel hier, ne? Scheiße. Können wir die umgehen, indem wir einfach links lang latschen? Das wäre echt super, ey. Weil. Bleh. Das ist echt sonst viele Wände drin, ne? Ich habe in Höhlen immer ey, bleibst du hier? In Höhlen habe ich immer boah, das schaffe ich noch nie, mal. Wir müssen auch einfach. Weil der holt uns auf jeden Fall. Der kriegt nichts mit, das ist super. So, einfach jetzt hier lang latschen. Und hoffen. Machen wir den da weg. Boah, jetzt muss ich gucken. Wo der Dude gleich ist. Weil. War der da hinten? Ja, der war da hinten, okay. Gut, dann pass auf, machen wir den Lump dann noch weg. Jetzt haben wir so einen Stab bekommen hier. Oh, der bringt so ein bisschen mehr als die Axt gerade. Aber das war's, den nehmen wir einfach mal. Haben wir eh schon mal gelernt, den Stab. So, gucken, dass uns jetzt keiner hier irgendwie zu nahe kommt. Jetzt mal gucken, wo der Dude ist. Ist das der? Nee, der ist es nicht. Der ist es auch nicht. Wo ist der, den wir brauchen? Da ist er. Der Dude da vorne ist es. Gut, das heißt. Den Lump hier noch weg. Das Problem ist, wenn wir den jetzt anhitten, kommen die zwei mit auf jeden Fall. Die um ihn rumstehen. Das auf jeden, das steht schon mal fest. Weißt du was, wir machen den, ne? Weil der so ein bisschen steht ein bisschen blöd da. So. Und jetzt müssen wir hoffen, dass die anderen nicht wirklich. Ah doch, scheiße. Aber ist ja so schlimm. Wir machen jetzt mal den. Der kriegt doch keine Aggro, ne? So, jetzt pass auf, hast du den hier noch? Kein hinter uns, perfekt. Ja, dann ist es jetzt hier auch durch. Haben wir das Klemmbrett, haben wir hier, haben wir aber so jetzt keine Kiste mehr am Start irgendwo. Und jetzt mal hier drinne für Leute, die jetzt Bergbau gemacht haben, ist es halt optimal hier drin, ne? Also hier hast du ganz viel Erze auch. So, die Quest wäre auch durch. Dann gehen wir die. Oha. Gehen wir die jetzt ab. Ach nö. Wo kommt ihr denn jetzt her, Alter? Plock. Ich hoffe jetzt nicht, dass die anderen alle wieder. Neu aufgetaucht sind hinten. Oh, ich habe auch kaum noch mal einen anderen. Gut, egal, wir müssen jetzt hier raus auf jeden Fall. Je länger wir sie aufhalten, umso mehr Spawn von denen wieder nach. Oh, ich habe nämlich keine Lust, dass sie wieder das alle auftauchen. Die hier draußen, wenn wir aufgetaucht sind, gehe ich stark von aus. Oder? Nee, doch nicht. Haben wir ein Glück. Super. So, dann einfach weg hier. Na, der Schmerz da, ja. Und Quest auch wieder fertig. Das hätten wir dann auch, Freunde der Sonne. Perfekt. Perfekt, perfekt. Dahin und dann hoffentlich, dass wir da unten bald echt durch sind, Freunde. Ohne Witz. Es wird echt Zeit. Es wird echt Time langsam. Ein 7er, aber wir haben noch einen 8er, oder? Ja, wir haben 8er.
12er Stoffbotten brauchen wir auch nicht. Streitkörper können wir eh nicht lernen. Gucken, dass wir später noch Zweihandschwerter lernen irgendwo. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ich glaube aber, das war eher ein OG. Irgendwo war das da. Entweder OG, aber ich denke schon. Müssen wir mal gucken. Wir müssen das lernen. Und dann geht ab die Post. Diedeldum, diedeldei. Ich wusste auch, was läuft denn oben lang, aber es ist der komische Propeller da oben los. Jetzt hoffe ich mal, dass wir den Dude auch wieder richtig erwischen. Und nicht wieder, aber ich gehe stark davon aus, dass der nicht hier vorne rumeiert. Da ist keiner, da ist keiner. Ja, dann ist er mitten im Weg hier irgendwo gerade. Dann läuft er gerade hier irgendwo rum. Jetzt nur die Frage, wo. Also entweder da hinten gerade. Laut Fragezeichen ist er da hier vorne. Aber hat sich jetzt eigentlich in ja, geht eigentlich so. Also viele haben wir jetzt nicht gesammelt, ne? Ja, wo ist er denn jetzt hin? Der Dude. Also laut Dings sollte er hier irgendwo sein. Oh, jetzt sag mal bitte nicht, der ist wieder irgendwo am Arsch der Welt. Also weit kann der doch gar nicht laufen. Da ist er doch. Da kommt uns entgegengeschlempert. Kollege Schnürschuh. So, kommen Sie ran, dann Sevilla, ich habe hier eine Quest für dich. Einmal das, einmal das. Hier können wir eh nichts nehmen von. Wir nehmen das da. So, und das nächste Level up. Perfekt. So, jetzt gehen wir zurück. Jetzt sind wir Level 13. Optimal. Und gleich wieder verkaufen, Quest abgeben und dann können wir da oben gleich weitermachen. Also wird Zeit. Ne, also wird echt Zeit. Weil wenn ich mir angucke, Ritus der Sicht ist Level 10 und das ist hier oben. Das andere ist Level auch 10, auch da oben alles. Also soll. Oder wir machen es ganz einfach. Haben wir noch Platz im Tash? Ja, wir haben Platz im Tash. Wir machen es ganz einfach, Leute. Wir stampfen jetzt gleich da hoch. Und wenn alles machen und dann gleich alles abgehen wieder. Weil bevor wir jetzt hier echt rumeiern und verkaufen, ne, also hoch, alle Quests machen und dann fertig. Und dann passt das da oben auch. Dann sollten wir eigentlich hier bald durch sein. Also mit 15 sollten wir auf jeden Fall hier wegkommen. Definitiv. Sollte dann mit 15 eigentlich, also mit 15 sollten wir eigentlich ins Brachland gehen, dann hier unten. Dass wir hier unten in die Dinger machen. Und hier haben wir zum Beispiel Reise zum Wegkreuz. Das ist unsere eigentliche Quest nämlich. Und dass wir dann jetzt hier irgendwann die Abschlussquest bekommen und der sagt, wir sollen zum Wegkreuz gehen. Das heißt, dort müssen wir dann hin, glaube ich, die Quest abgeben und dann eigentlich da oben weitermachen, weil schon mal oben an 11, 15, 12, 15, 12, 14, 13, das sind alles jetzt unsere Levelgebiete. Liegt aber auch daran, weil wir halt einfach diese 100% haben. Ach nee, 50, wir haben bloß noch 50%, okay. 100% war ja gerade bei SOD. Also Classic Season of Discovery. Da war ja gerade die 100%, genau. So, dann schlawenzeln wir doch mal hier so durch. Und das liegt auch daran momentan, dass du einfach so wenig Spieler siehst, sei es, also heißt wenig siehst. Es ist halt nicht mehr so viel los gerade in Retail, weil die meisten alles erledigt haben, gemacht haben. Jetzt werden alle im SOD irgendwo, also Season of Discovery, das jetzt machen oder Classic hier ein bisschen spielen. Das ist halt einfach so. Und im Anfangsgebiet siehst du eh weniger Spieler. Und nein, WoW ist nicht tot. Also die meisten sagen wieder, WoW ist doch tot, da ist doch nichts los. Ja, das Spiel ist total tot, das ist ne, hat nichts mehr. Oh, schau mal, hier oben ist wieder hier Kollege Schnürschuh. Und seine Sippschaft einfach, was ist denn hier los? Eine Völkerwanderung oder was? Wie viele Viecher hier rumeiern. Hier ist ja alles voll. Wahnsinn. Wahnsinn, alles voll hier von denen. Gut, meine Freunde, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir dort angekommen sind. Machen jetzt hier ein Folgenpäuschen und dann bedanke ich mich fürs Reinschauen, fürs mit dabei sein wieder. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst ihr Bescheid, einfach mal liken, abonnieren oder kommentieren. Wenn es euch gefallen hat, dann einfach mal nicht. Ne, dann macht den Daumen unten
Und jetzt ist auch durch. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Ciao mit V.